Hallöchen Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Hardcode in der Randomizer Nuzlocke Edition. Wir haben ja beim letzten Mal Stärke bekommen, richtig? Ja. Und aus irgendeinem Grund denke ich, dass unser Flug-Pokémon tot sein sollte. Ich konnte allerdings nichts Entsprechendes dazu finden. Deshalb werde ich es wahrscheinlich am ehesten einmal ablegen. Hätten wir ein Pokémon dabei, was ich als Ersatz nutzen kann, haben wir natürlich nicht. Ha. Das ist doof. Das ist sogar sehr doof. Ach ja. Beziehungsweise in dem Fall kann ich es wahrscheinlich auch einfach weiter mitnehmen. Ich habe alles nochmal durchgesehen, konnte nichts finden halt. Deswegen... Ich gehe nicht davon aus, dass es tot sein sollte. Auch wenn ich es irgendwie denke. Ich hoffe, ihr versteht das. Sollte ich mich irren, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben leider kein Item für dich. Dann geben wir dir einfach das Metronom. Du hast das Machtband, du hast das Schlauglas, du hast die Erdtafel, du hast den Giftschleim und du hast den Lachsrauch. Ja, dann haben wir tatsächlich nichts. Die Frage ist, wo gehen wir denn dann hin? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Wäre meine Frage. Das ist auch eine gute Frage. Route 42 dürfen wir noch nichts gefangen haben. Da ist der Kesselberg. Sekunde, lass mich mal mein schlaues Dokument aufmachen. Route 42 haben wir nichts. Das heißt, tausch das mal bitte nach vorne. Gucken wir, was für ein Pokémon uns hier erwartet. Irgendwas Krasses, oder? Komm schon. Sei irgendwas Krasses. Und es ist ein... Sonflora. Was soll ich mit dem Sonflora? Kannst du unsere Stärke überleben? Die brauchst du ultra lang. Ein Volltreffer. Okay. Dann solltest du noch eine Stärke überleben, glaube ich. Hoffe ich. Weil wenn das gerade ein Volltreffer war, dann dürfte das eigentlich gar nicht mal so viel Schaden machen. Außer natürlich, es haut noch einen Volltreffer raus. Okay, in dem Fall müssen wir nochmal zerschneidern. Nicht die Kugelsaat! Hör auf damit! Hör auf! Das ist mir ein bisschen zu viel Schaden! Das ist mir zu viel Schaden. Hör doch einfach auf, Sonflora. Ich glaubte ja, dass du stark bist. Oh, du verwurzelst. Gesang. Jetzt. Ist das dein Ernst, fucking Sonflora? Dankeschön. Wenigstens schläfst du direkt ein. Das ist gut. So. Pokéball, flieg und sieg! Ja? Yes!
Sonflora wurde gefangen. Was sagt der Pokédex? Eintrag im Pokédex, ja. Es wandelt Sonnenlicht in Energie um. Nach Sonnenuntergang schließt seine Blüten und wird still. Wir nennen dich... Sandy. Okay, Route 42 demnach auch. Okay. Südle. Okay. Hier gibt's also Aprikokos für uns. Also Aprikokos und ein Item. Das ist nice. Das ist doch direkt der gute Einstieg. So wollen wir das. Her damit. Ich wünschte, die Animationen wären nicht immer so lang. Hopp. Her damit. Okay, soweit so gut. Was haben wir hier? Was will ich mit dem Grünstück? Das ist der Kesselberg. Da können wir auch noch was fangen, richtig? Gib mir eine Minute. So, da wären wir wieder. Okay, hier kriegen wir also auch noch ein Pokémon. Und was wird das sein? Kaum Alat! Oh, kaum Alat! Schick das mal bitte schnell schlafen, okay? Denn kaum Alat kann eine starke Attacke. Und wird eine Stärke überleben, hoffe ich. Bitte überleb kaum Alat! Okay. Dann. Bist du schwer? Ich hoffe. Schwerball, flieg und fang mir einen Kaumalat. Und. Hohoho. Yes. Es lebt in Höhlen, die Erdwärme ausgesetzt sind. Es springt heraus und beißt, wenn Feinde sich nähern. Oh, ich weiß, wie wir dich nennen. Gib mir eine Sekunde. Ich muss mal eben was nachschlagen. Oh. Wir nennen ihn natürlich Quark. Weil, die Story von Kaumalat ist, es will ein, Pilot werden, es will fliegen können. Und Quark ist halt der Pilot aus DuckTales. Wir nennen ihn Pilot. Weil. Nun, er heißt nicht umsonst Quark der Bruchpilot, okay? Ich finde, der Name ist passend. Und ich freue mich darauf, das irgendwann ins Team zu nehmen. Oh, Kikli! Kikli wäre auch cool gewesen. Das war selten dämlich. Nein! Oh Gott! Sekunde. Es musste passieren, genau in der Sekunde, wo ich dachte, oh nein, warte, Kikli. Kikli, Kikli, Kampf. Genau in der Sekunde. Okay, Pi. Mella. Hätte wohl einfach nicht sein sollen, hä? Ich hätte, hätte mich auch mehr anstrengen können, es zu behalten, aber... soll ich was sagen? Es hat mich eh jedes Mal... einfach nur traurig gemacht, okay? Verursacht der Träger Schaden, er schickt der Gegner eventuell, das ist gut.
Das ist sozusagen ein Kingstein. Es würde mich traurig stimmen, wenn es mich nicht bei jeder Situation, wo ich es irgendwann mal eingesetzt hätte, enttäuscht hätte. Jedes Mal, wo ich mir dachte, oh, den Fund, den kannst du noch eben machen, das macht ja eh keinen Schaden. Dann ist es natürlich ein Volltreffer. Es braucht ewig, um mit den Attacken zu treffen. Halt echt. Oh ja, und natürlich kriege ich jetzt auch den Mondstein. Um es auch weiterzuentwickeln. Oh, da. Sekunde. Sekunde. Nidoking. Lernt Nidoking noch Angriffe in Gen 4? Das ist nämlich echt wichtig, weil wenn nicht, weil wenn schon, dann würde es vielleicht Sinn machen, ihn. Okay, auf Level 43 lernt es Erdkräfte. Was kannst du von Vorentwicklungen lernen? Hornbohrer. Ah. Sekunde. Sekunde. Nidorino. Wann lernt Nidorino Hornbohrer? Wir sehen uns sofort wieder. Ich guckte. Okay, ich habe nachgeguckt. Tatsächlich müssen wir es bis Level 43 lassen. Da erlernt es nämlich Gifthieb. Und Gifthieb ist eine super starke Giftattacke, die brauchen wir unbedingt. Was sage ich? Level 43 Gifthieb. Die andere Sache ist, Nidoking lernt auf Level 43 Erdkräfte. Das Problem an der Sache ist, ich glaube nämlich, wir brauchen eher Gifthieb als Erdkräfte. Also werden wir Nidoking erst ab Level 43 kriegen. Deswegen dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Oh, Glibunkel wäre auch so cool gewesen. Das wäre auch so cool gewesen. Hätte natürlich eine immense Schwäche gegenüber Dingsbums. Psycho. Ich kann das nicht verschieben. Crap. Okay. So, was erwartet uns noch in dieser Höhle? Ja, ich weiß, dass es hier Arbok gibt. Hallo Arbok. Gehst du bitte? Geh bitte nach Hause, Arbok. Die Frage ist natürlich, sollte ich weiter trainieren? Ah, das ist eine gute Frage. Sonderbonbon. Ich habe nämlich die Level auch schon wieder nie mehr im Kopf. Arena-Leiter. Leiter. Arena-Leiter Hard Gold. Arena-Leiter Pokémon Goldene Edition, Hard Gold Edition. Wir haben den vierten. Das heißt, wir dürfen bis Level 30 hoch. Okay. Je nachdem, wo die nächste Arena ist, komme ich da eventuell drauf zurück. Wir sollten auf jeden Fall nicht unbedingt Trainer auslassen. Sehr gut. Ich weiß, dass hier wilde Pokémon sind. Hallo, Arbok. Und meine Hoffnung ist, dass wir irgendwo Schaufler herbekommen.
Weil Schaufler eine sehr starke Bodenattacke wäre. Und eigentlich deutlich stärker sein müsste als Erdkräfte für Nidoking. Weil Nidoking, soweit ich weiß, ein physischer Angreifer sein müsste. Und Erdkräfte ist halt speziell. Von daher, das wundert mich, dass es das überhaupt lernt. Yay, eine Griffklaue. Wow. Das macht eigentlich wenig Sinn, dass es das lernt, aber hey. Gut. Ich weiß auch, wo wir als nächstes hin müssen, zumindest von der Arena her. Das ist Anemonia City. Das heißt, ich kann Pimella jetzt alle VMs beibringen, ha? Das müsste mich paralysieren. Oh, schön. Schön, schön, schön. Oh, du bist eine Volltreffermaschine, Hawkwind. Volltreffermaschine. Level 22. Ordentliche Spezialverteidigung. Okay, dann gehen wir raus aus dieser unglückseligen Höhle. Und die Frage ist... Oh, deshalb konnte ich da nicht zurück. Will ich direkt schon Kaumalat ins Team nehmen? Eigentlich nicht. Weil... Es ist halt noch nicht... Fuck. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Ja. Hier ist Mahagonia City. Da ist der See des Zorns. Oliviana City. Anemonia City. Okay, also müssten wir da eigentlich wieder zurück. Interessant. Ist es tatsächlich, weil... Oh Gott. Oh, ein Jubelball. Was ist ein Jubelball? Was zur Hölle ist dieser Jubelball? Und warum höre ich jetzt das erste Mal davon? Oh. Das ist der Eventball. Deswegen höre ich jetzt das erste Mal davon. Okay. Komm du nach vorne, Froster. Hey. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémons, das ich gefangen habe. Cool, 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 cool. Was hast du gefangen? Okay, das kann auch tatsächlich stark sein. Dann muss ich dir lassen. Allerdings setzt es Erholung ein. Ja, das war nicht so schlau, mein Freund. Das war nicht so schlau. 855, oh Gott. Ja, das ist ein legendäres, aber trotzdem. 50 Angriff. Schutzschild. Nee. Nee, nee, nee. Was? Da stimmt doch was nicht. Ich denke, meinen Fluchtwert zu erhöhen. Hey, möchtest auch der beste Trainer der Welt sein? Da sind wir ja Kameraden. Wenn ich am Wasser noch mehr Items finde, gebe ich dir vielleicht welche ab. Klar. Ich gebe gerne alten Leuten meine Telefonnummer. Ruf dich an, wenn ich irgendwas Nützliches finde. Ah. Oh, da muss ich runterkraxeln.
Interessant. Kesselberg. Im Inneren befindet sich eine Höhle mit großem Wasserfall. Was hast du dazu zu sagen? Ey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter! Es ist schon gut. Sonja. Das heißt, wir haben aber im Kesselberg schon was, ne? Kesselberg. Gut, so gut, so gut, so. Ich glaube, das war nicht das, was dich durchhalten lässt, oder? Du stirbst. Doch, das war das, was dich durchhalten lässt. Au. Hör auf damit, das ist nicht nett. Kopfnuss. Okay, das war Bibor. Wen hast du noch? Au. Ariados. Ja. Du hast keine Attacken? Doch, Schnabel wahrscheinlich. Oder das war doch dieses... Ja, das warst du. Setz mal kurz Silberblick ein. Das sage ich nicht, weil ich mich einfach nur verklickt habe. Nein. Das war von vornherein mein Plan. Schnabel. Okay, das macht 17 KP. Das ist okay. der Nachtnebel macht immer so viel KP wie Level ist. Der Typ, der es einsetzt hat. Okay. Knapp 500 EP, das ist ordentlich. Hornattacke. 65. Wird dafür Giftstachel vergessen lassen, weil ganz ehrlich. Giftstachel ist fucking schwach. Gegen das ich hätte meinen Mondstein verwenden sollen. Vielleicht. Giftstachel ist halt einfach super schwach. Oh ja, bist vergiftet. Sekunde. Da ist sie. Die Anti-Giftbeere. Dann haben wir auch Nein. Dann gib mir ein Paraheiler. Und dann können wir das Pokémon wieder tauschen. Du willst sicher wissen, wie es im Inneren des Kesselbergs aussieht, was? Besiege mich und ich verrate es dir. Ich weiß, wie es da aussieht. Ich war da drin, Donner. Okay, Tarnhell. Bedroher ist wirkungslos. Alles andere, was du machen kannst, ist mindestens genauso wirkungslos. Also... Okay, das war ein krasser Bodycheck. Schlammbombe! Tschüssi! Okay. Wen hast du jetzt noch? Bronze. Ah, ich weiß nicht, ob es Schwebe hat. Weiß doch nicht, ob es Schwebe hat. Aquavelle! Okay, gut so. Wen hast du noch? Magnetilo?
Oh, Magnetilo, das ist gefundenes Fressen. Für eine Bodenattacke. Bye. Bye, Magnetilo. Ich hab verloren. Okay, wie sieht's da drin jetzt aus? Verzeih, aber das war bloß geblappt. Es gibt dort einen großen Wasserfall. Weiter kommt man nicht hinein. Oh, dachte ich mir. Mahagonia City. Hey. Willst du auch zum See und dir das Karados ansehen? Klar. Was hast du zu sagen? Bist du schon diesem Kerl mit dem schwarzen Mantel begegnet? Er meinte, ihr von irgendwo in dieser Gegend ging ein seltsames Signal aus. Man trifft ihn immer wieder irgendwo zwischen Mahagonia City und dem See des Zorns. Wer er wohl ist? Und das ist Andenkenladen. Was gibt's hier? Hallo? Wie meinen? Du kannst irgendwo in diesem Zimmer einen Luftzug pfeifen hören? Das bin nur ich. Ich war gerade dabei, mich ein wenig im Pfeifen zu üben. Aber das ist doch völlig egal. Willst du nicht was kaufen? Klar. Mini-Pilz, Pokéball. Nein. Was hast du zu erzählen? Experiment war ein voller Erfolg. Kappa, das sind echte Ladenhüter, aber Garados will da einfach jeder. Das stimmt. Sollten wir hier schon sein? Wäre meine Frage. Hey du, komm mal eben her. Wenn du schon mal in Mahagonia City bist, solltest du unbedingt einen Wutkeks kaufen. Ja, gib mir einen Wutkeks. Gib mir einen Wutkeks. Vor einiger Zeit war hier übrigens schon mal jemand aus Kanto, der mir einen Wutkeks abkaufen wollte. Leider hatte ich damals aber keine mehr auf Lager und so musste ich ihn wieder nach Hause schicken. Er war so wütend. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen deswegen. Okay. Und warum kriege ich den Wutkeks? Ich dachte, das wäre der richtige Wutkeks. Was willst du? Am See soll ein feuerrotes Karados aufgetaucht sein. Das ist besonders deshalb seltsam, weil man dort sowieso nur seltsam auf Garados stößt. Okay. Und du? Meine Lieblingssendung im Radio. Pokémon-Musik, würde ich sagen. Okay. So. Meine Frage ist, sollte ich überhaupt schon in Mahagonia City sein? Was ist das Pacing vom Spiel? Will es, dass ich hier bin oder nicht? Das ist die Frage. Lass mich mal meine Pokémon durchgucken. Was kannst du denn Schönes? Grasflöte. Okay, du kannst also nur Kugelsaat. Was war das? Steigert Spezialangriff bei Sonne, senkt aber KP. Hitzig ist Spezialverteidigung runter, Spezialangriff hoch. Okay, was hast du für einen? Robust. Innet runter, innet hoch. Sandsturm, Bodycheck. Alter, das sind krasse Attacken. Aber ich glaube nicht, dass wir dich so schnell gebrauchen können. Fußkick, Steinwurf, Mimikry. Was nehme ich denn mit? Vielleicht Griffel? Das würde meine Lücke stopfen. Ich könnte ihm nämlich auch einfach, Dingens beibringen, Stärke. Und es wäre auch solide.
denke, das mache ich. Ich denke, wir nehmen Griffel mit. Eine Sekunde. So, da hätten wir ihn. Soweit, so gut. Wir können ihn auf irgendwas mit Level 30 entwickeln. So viel dazu. Dann können wir ihm mal eben Stärke beibringen. Das sollte eine solide Attacke sein. Okay, haben wir sonst noch was? Verhöhner, Konfusstrahl, ha. Nee. Nee. Alles andere nicht. Ich glaube, ich werde verrückt. Ist Team Rocket etwa wieder da? Wir sind am See des Zorns ein paar Leute mit schwarzen Klamotten über den Weg gelaufen. Wenn Pokémon sich entwickeln, werden sie zwar stärker, aber dafür brauchen sie auch länger, um neue Attacken lernen zu können. Ich benutze den Entwicklungsstopp, damit sich meine Pokémon nicht zu rasch entwickeln, denn das würde sie nur noch sehr langsam neue Attacken lernen lassen. Ja, das geht so. Manche Attacken lernen sie auch gar nicht mehr. Also von daher, besonders bei Stein-Pokémon ist das so. Kommen bald wieder. Besonders bei Pokémon, die sich mit Entwicklungssteinen entwickeln. Da ist das besonders gravierend. Jetzt ist halt die wichtige Frage, wo sollte ich überhaupt sein? Weil eigentlich bringt mich das Pacing vom Spiel ja hier hin, ne? Wasserweg, der zu einer Farm führt. Sekunde, lass mich mal gucken in der Komplettlösung, wo ich hin soll. Okay, ich habe nachgeguckt. Wir sollen eigentlich hier hin. Das heißt, Sekündchen, ich melde mich wieder, wenn ich in der Stadt zurück bin. So, wir sind hier jetzt im Kesselberg von der anderen Seite. Ich habe mir die Freiheit genommen, Coco ein bisschen zu trainieren. Damit er vielleicht gleich auch mal direkt schon mitkämpfen kann. Das wäre sehr hilfreich. Surf ist weg. Denn momentan ist es eher Ballast. Deswegen dachte ich mir, ich sollte es vielleicht erstmal ein bisschen trainieren. Dabei hat es Erstauner gelernt auf Level 9. Das habe ich ihm beigebracht anstatt Kratzer. Ich dachte mir, vielleicht ist Erstauner ist zwar nicht super, ist aber vielleicht hilfreich. Ist aber vielleicht ganz hilfreich. So. Spike, raus mit dir. Von welchem Typ ist Lili? Gestein, oder? Das sieht mir wie Gestein aus. Ja. Aber Wasser ist auf jeden Fall nicht mehr sehr effektiv. Das ist interessant. Oh, ein Landhuhn. Okay, da fällt mir wer ein, der dagegen klarkommen soll. So. Raus mit dir! Dreschflegel. Absorber! Und ja, wir trainieren jetzt wohl wahrscheinlich noch ein bisschen. Ach, Donnerwelle muss das sein. Er ist der König des Zeitschindens.
Ist das dein fucking Ernst, Lanthorn? So langsam machst du mich wütend. Hör auf, Zeit zu verschwenden und stirb einfach. Nein, natürlich nicht. Natürlich hau ich mich weiter selbst. Komm schon. Oh nein, nicht die Aquaknarre gegen meinen Pflanzen-Pokémon. Das wird schmerzhaft. Wird es nicht. Dennoch. Okay. Das sieht doch gut aus. Level 11. Das sind echt keine guten Stats. Was ist Staffette, mein Freund? Tausch Pokémon aus. Nein, das werden wir nicht. Was ist hier drin? Oh Gott, ein Ramaidon! Okay, Energiefokus, das, schaut schlecht für dich aus, Ramaidon. Das schaut schlecht für dich aus. 184. Dir gibt auch nicht so viele EP, hä? Okay, da könnten wir Stärke einsetzen. Wo komme ich hier raus? Ist so meine Frage. Wo zur Hölle komme ich hier raus? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Schlammbombe! Ja, pumpt dich weiter auf. Schlammbombe! Jetzt! Okay, weiter so. Level 12. Oh, hier. Ich hab keine Ahnung, wo wir überhaupt sind. Oh, Togepi. Dagegen solltest du doch klarkommen, oder? Denke schon. Stärke! Oh nein, Metronom. Ist das dein fucking Ernst? Ah, Togepi, nicht mal das. Warum musst du auch so einen Hammer-Kampfangriff raushauen? Da ist doch direkt der Nächste. Was soll der Scheiß denn? Ich will doch nur mein Pokémon trainieren. Dachte, gegen Togepi hat's eine Chance. Oh, hier komme ich raus, ich sehe schon. Zurück. Nein. Oh nein. Was? Warum Raikou? Oh, das war das Wander-Raikou. Oh. Oh Gott. Ich hatte schon Angst. Taucht doch auf einmal ein Level 40 Raikou auf. Du hast keine Attacke. Trotzdem raus.
Wir müssen irgendwie gleichmäßig trainieren hier. Nein, nicht die Lebensschelle. Das macht so viel Schaden. Nein. Ja, ich weiß. Ich höre ja schon auf. Kleiner, hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Wie wär's, wenn du einfach durch eine Hornattacke stirbst? Ich meine, musst du nicht. Doppelkick. Auch nicht besser. Oh nein, nicht der Doppelkick. Nicht der Doppelkick. No. Ja, und das könnte noch etwas dauern, bis wir Griffel auf dem annehmbaren Level haben. Weil die geben halt alle keine EP. Gibt ja alles keine EP hier. Von daher, könnte sogar kommen, dass ich ihm sogar noch Zerschneider wieder beibringen muss. Ich weiß zwar nicht warum, aber das könnte doch passieren. So, Teak City. Ich dachte, wir hätten vielleicht Glück. Aber nein, wir haben noch kein Item. Dann würde ich sagen, wie es auf der nächsten Route weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es weitergeht mit Pokémon Heart Gold in der Randomizer Nuzlocke Edition. Haut rein, bis dann und ciao, ciao!